Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns im Gartengemüsekiosk. Der Herbst ist da und es ist Zeit für einen neuen Gartenrundgang. Ihr seht schon, es ist eine wunderbare Zeit, um Naturschätze zu sammeln, ob jetzt im Garten oder im Wald. Die Dekoration zu Hause holt die Heimlichkeit und auch ein bisschen von der Sonne wieder ins Haus. Das ist wunderschön. Wir werden gemeinsam schauen, was hier im Garten zu tun ist, wie wir unseren Garten winterfest machen. Dann werden wir auf die Frage eingehen, die uns öfters gestellt worden ist. Was macht mit eurer ganzen Ernte? Wie macht ihr sie haltbar? Da haben wir ein Konzept, das werden wir euch auch vorstellen. Außerdem werden wir zusammen nochmal nach dem Thema Bokashi schauen. Und es gibt da auch eine Verlosung zu, ein Gewinnspiel. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir werden euch zeigen, wie wir unsere Bokashi-Mengen auf jeden Fall top vererden können. Dazu später mehr. Dann gibt es bei uns noch das Experiment. Wie sieht es denn aus mit einem Anbau von Gemüse über den Winter mit ein bisschen Extralicht? Da werden wir zusammen mal nachschauen. Wir werden auch gucken, wie es unseren Hühnern ergangen ist, also wie groß die Küken jetzt sind. Und wir schauen auch noch, was gemeinsam hier im Garten zu ernten ist. Ihr seht, es gibt eine ganze Menge, die wir uns jetzt zusammen anschauen können. Wir wünschen euch viel Spaß bei dem Gartenrundgang und ja, macht's euch gemütlich. Los geht's! Bevor wir jetzt aber loslegen mit unserem Gartenrundgang, möchten wir uns noch bei euch bedanken. Hier kommt immer wieder Post an und es ist so herzlich und so ja, herzerwärmend. Da sind manchmal Kinderbücher oder selbstgenähte Sachen oder auch Saatgut ist dabei. Letztens kam selbstgemachte Seife an. Das sind einfach so viele schöne ja, Überraschungen, die da immer wieder bei uns im Briefkasten sind. Und vielen lieben Dank. Man merkt wirklich, wie die Herzlichkeit, wie das Herzblut dabei ist. Und es motiviert uns auch, immer diese Regelmäßigkeit von Videos auch liefern zu können, in Kontakt mit euch zu treten. Und an dieser Stelle einfach nochmal ein dickes, dickes Dankeschön für eure Überraschung und für die ganze Community. Bei euren Briefen finden sich auch immer wieder Saatgutpakete dabei. Vielen Dank dafür. Aber seid nicht enttäuscht, wenn ihr das ein oder andere nicht bei uns im Garten seht. Manche Sachen bleiben bei mir in der Saatgutkiste. Das kommt dann vielleicht ein, zwei Jahre später in den Garten. Anderes, was nicht bei uns den Weg in die Erde findet, das wird aber weitergegeben. An andere Gartenfreunde, an Saatguttauschbörsen, an Saatgutkreisel. Also es wird auf jeden Fall wieder der Natur, den Gärtnern, den Hobbygärtnern weitergegeben. In diesem Sinne ist da nichts verloren gegangen. Dankeschön. Von diesen Schätzen möchte ich direkt weitergehen zum Thema Gartengold. Also die Frage kommt öfters, was macht ihr mit euren Ernten? Wie macht ihr sie haltbar? Und ja, wir haben eigentlich ein ganz einfaches Konzept dafür. Das erste ist, dass wir das Thema versetzte Ernte haben. Das bedeutet, wir haben nicht einmal eine riesengroße Schwemme von zum Beispiel Blumenkohl und die müssen irgendwie haltbar gemacht werden, sondern wir können immer wieder ernten. Auch durch die Sortenauswahl, frühe Sorte, späte Sorte, können wir Kulturen, wie zum Beispiel jetzt beim Blumenkohl oder auch beim Wirsing, zu verschiedenen Zeitpunkten im Jahr anbauen, aber auch ernten. Ihr könnt euch das bei unserem Konzept vorstellen wie so eine Prioritätenliste. Also die erste Priorität ist wirklich das frische Gärtnern, das frische Ernten aus dem Garten. Ihr seht ja, unser Garten ist das ganze Jahr über bestellt. Es gibt immer etwas zu ernten. Darunter fallen aber auch Kulturen wie zum Beispiel jetzt rote Beete oder Sellerie oder auch Möhren, die dann in der Erdmiete oder im Sand einfach eingelagert werden können. Auch das zählen wir zur ersten Kategorie unserer Prioritätenliste, wo es darum geht, das Gemüse möglichst frisch und direkt aus dem Garten verzehren zu können. In der ersten Kategorie, wo es darum geht, möglichst frisch aus dem Garten zu ernten, konnten wir jetzt durch Experimente und Erfahrung auch noch eine Kultur mit auf diese Stufe heben und das sind die Kartoffeln. Ihr wisst ja, es gibt nicht nur festkochende und mehlige Kartoffeln, nein, die gliedern sich auch noch auf in die Sorten, wann sie ja zu ernten sind. Also sehr, sehr frühe, frühe, mittlere, mittelspäte, späte und sehr, sehr späte. Und bei den sehr, sehr späten Sorten ist es so erfreulich, hier ist es recht mild, dass wir die den Winter über nach Bedarf ernten können. Also die stehen im Beet, die stehen da auch gut und nach Bedarf können wir die einfach beernten und die wir nicht brauchen, die bleiben im Beet stehen. Und das funktioniert bei uns hier tatsächlich bis in den März hinein. In der zweiten Kategorie bei unserem
Konzept der Haltbarmachung von unserem Gartengold, da veredeln wir Gemüse. Was bedeutet das konkret? Ich meine die Fermentierung. Bei der Fermentierung können wir unser Gemüse nochmal aufwerten und gleichzeitig haltbar machen. Das einfachste Beispiel, was glaube ich jeder kennt, ist das Sauerkraut. Es gibt aber auch feinere Mischungen, wo man hinterher einen richtigen Salat im Endeffekt schon hat, zum Beispiel das Kimchi. Wir haben das hier oben mal verlinkt, da haben wir ein Video zu gemacht und anhand dessen kann man glaube ich das Prinzip sehr gut verstehen. Fermentieren ist nicht schwierig. Es ist wirklich einfach. Ein paar Mal ausprobiert, ein bisschen eingelesen, ein paar Videos angeschaut und ein bisschen Mut zum Ausprobieren. Und wenn ihr den Geschmack mögt vom fermentierten Gemüse, dann seid ihr, glaube ich, auch ganz schnell begeistert und probiert es hoffentlich bald mal aus. Bei uns im Garten-Gemüse-Kiosk, da wird natürlich nicht nur Sauerkraut fermentiert oder wir machen das traditionelle Kimchi unserer Art, sondern es werden immer viele andere Dinge auch noch fermentiert. Zum Beispiel habe ich letztens Bohnen, also Buschbohnen fermentiert, die wurden kurz erhitzt und dann fermentiert, sind so haltbar und kriegen auch nochmal einen ganz leckeren Geschmack dabei. Aber auch Mangoldstiele werden hier fermentiert oder beispielsweise auch andere Krautarten, wie zum Beispiel der Spitzkohl zusammen mit Möhren oder beispielsweise auch Wirsing. Da kann man ganz viel spielen. Und wenn ihr zum Beispiel noch ein bisschen Rotkohl mit dazu gebt oder ein bisschen rote Beete, dann habt ihr auch direkt eine ganz tolle Farbe. Also ihr seht, fermentieren, da lohnt es sich, ja einfach mal zu spielen, auszuprobieren. Da sind ganz viele tolle Kombinationen möglich. Und so wie das ist, jeder Haushalt, jede Familie hat so ihre eigene Geschmacksausrichtung. Wenn man ein bisschen in die Richtung geht und das anpasst, dann kann man ganz tolle eigene traditionelle Rezepte entwickeln. Und die dritte Kategorie bei uns, das ist das Trocknen. Hier müssen wir eigentlich unterscheiden, denn es gibt das Trocknen natürlich, wo ich keinen Energieaufwand dazu brauche, wie zum Beispiel, wenn ich Trockenbohnen trockne, die trocknen mir auch so. Man könnte auch Erbsen trocknen, die gehen bei uns meistens in den Direktverzehr weg. Aber solche Sachen könnten wir beispielsweise ohne eine zusätzliche Energie trocknen. Und die andere Variante des Trocknen ist die mit einem Dörrgerät. Die gibt es mittlerweile ja recht preisgünstig zu bekommen. Die brauchen allerdings noch ein bisschen Energie hinterher. Wir haben jetzt unsere PV-Anlage auf dem Dach, von daher ist das ganz wunderbar. Aber grundsätzlich ist hier zu schauen, dass man das Dörrgerät gut ausnutzt. Also nicht einfach nur eine Frucht da reinpackt, sondern ein bisschen überlegt. Die nächste Frage ist, was kommt denn da rein? Bei uns sind das viele verschiedene Dinge. Also man kann natürlich so exquisite Sachen machen wie Fruchtleder beispielsweise. Man kann aber auch einfach Kräuter trocknen, Blüten trocknen oder auch verschiedene Früchte, wie zum Beispiel jetzt Chili oder auch Paprika, um dann hinter ein Gewürzpulver draus zu machen. Gemüsezwiebeln haben wir schon drin getrocknet oder auch so selbstgesammeltes wie beispielsweise Pilze aus dem Wald können wir da wunderbar trocknen. Da unterscheiden wir natürlich nochmal, soll es hinterher eine Rohkostqualität haben, dann gehen wir nicht über 40 Grad. Oder sind es Sachen, die sowieso anschließend erhitzt werden, wie beispielsweise bei den Pilzen, dann ist das jetzt nicht ganz so wichtig. Aber das Dörren ist auf jeden Fall eine feste Säule bei uns im Garten, bei unserem Konzept der Selbstversorgung und der Haltbarmachung vom Erntegold. Die nächste Kategorie, die vierte Kategorie, ist auch ja die vierte Wahl für uns im Endeffekt. Das ist das Einfrieren. Für einige Gemüsesorten ist es genau das Richtige. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Zucchini beispielsweise haltbar zu machen. Ich nehme sie gerne, wenn ich wirklich zu viel habe, jag sie durch die Küchenmaschine, raspel sie und friere sie dann einfach ein. So kann ich sie im Winter den verschiedenen Suppen hinzufügen. Ja, und das Erntegold ist gut konserviert und hinterher wieder auf den Tisch gebracht. Aber nicht nur bei Zucchini ist das so, sondern auch andere Gemüse wie zum Beispiel Zuckermais oder auch die grünen dicken Bohnen oder auch Zuckererbsen kommen bei uns in Froster und nicht nur die. Wenn wir Spinat geerntet haben und es ist zu viel, dann wird der kurz erhitzt, klein gemacht in Kügelchen und eingefroren beispielsweise. Aber auch Buschbohnen werden bei uns auch eingefroren und sind so ja, die ganze Saison, das ganze Jahr über ganz einfach entnehmbar und kommen direkt auf unseren Tisch. Natürlich ziehen wir die versetzte und frische Ernte dem Einfrieren vor, aber manchmal geht es eben nicht anders. Hier muss ich mir darüber im Klaren sein, dass es Strom kostet. Es macht also durchaus Sinn, ein Frostergerät zu haben, was nicht uralt ist, was also auch nicht ganz so viel Strom frisst. Und was auch ganz gut zu wissen ist, so ein Frosterschrank, der kann auch 48 Stunden in der Regel ohne Strom da stehen. Und ihr müsst euer Gemüse nicht direkt aufbrauchen, sondern wenn der Strom dann wieder da ist, dann funktioniert das auch wunderbar. Aber beim Einfrieren auch noch besonders schön ist eben, dass da nicht ganz so viele Vitamine verloren gehen wie bei unserer letzten Kategorie. Und wovon spreche ich? Natürlich vom Einkochen. Aber versteht mich nicht falsch, ich will die Methode absolut nicht verteufeln. Vielleicht ist es ein bisschen eine Erklärung gleich, warum es bei uns auf dem Kanal nicht so viele Einkochvideos gibt. Es gibt viele Kollegen, viele Kanäle, die das richtig schön machen, wo man auch sieht, es hat so einen, ja, einen traditionellen Hintergrund. Es gibt viele schöne Rezepte und auch Zusammenstellungen. Das ist wirklich wunderbar.
Bei uns eignet es sich nicht allzu sehr, weil wir lieber auf die anderen vier Kategorien, wenn möglich, zurückgreifen. Aber wir kochen auch ein, das habt ihr gesehen. Wir haben zum Beispiel Lutinica oder auch Tomatensoße. Das sind bei uns Sachen, die auf jeden Fall eingekocht werden und dann den Winter über im Keller zur Verfügung stehen. Oder was wir natürlich auch machen, sind Marmeladen oder wir legen Gurken ein oder wir legen Jalapenos ein oder auch Zucchini-Gurken-Kombination. Sowas wird eingelegt. Das heißt, wir machen das natürlich auch schon. Wir finden es auch gut. Aber beim Einkochen, gerade wenn man es für einen längeren Zeitraum haltbar machen möchte, muss man auf jeden Fall wissen, was man tut, dass da genug Säuren drin sind, dass man die Kombination richtig hat, dass es mit den Temperaturen und der Sauberkeit auf jeden Fall richtig ist, damit da nichts schieflaufen kann und dahinter nicht nur das Essen schlecht wird, sondern dass einem selber dann im schlimmsten Fall auch selber wirklich schlecht wird. Also ihr seht, Einkochen ist ein Thema für sich, das macht Spaß, das macht auch Freude, aber es braucht natürlich auch viel Zeit, es braucht viel Energie und es braucht auch viel Wissen. Und wir greifen darauf zurück, wenn die anderen vier Kategorien, die ich vorher erklärt habe, da nicht passen. Aber die eingemachte Tomatensoße ist jeden Winter bei uns auf jeden Fall eine Freude. Aber nicht nur das, was wir hier ernten, möchten wir haltbar machen, sondern die Küchenabfälle oder Gartenabfälle, die können wir auch wunderbar haltbar machen, ohne dass die Energie da verloren geht und fermentiert wird auch noch. Wir reden jetzt über das Bokashieren. Hier stehe ich jetzt in unserem alten Gemüsegarten und wie ihr sehen könnt, hier hat die Kapuzinerkresse die Überhand übernommen. Bis zum Frost wird sie das auch weiterhin tun. Übrigens, diese kleinen Samenkerne, die sind unheimlich gut fürs Immunsystem, ein bisschen scharf, aber die schnabuliere ich hier jeden Tag durch, um auch fit und gesund zu bleiben. Zum Thema Bokashieren. Schaut mal hier vor mir, seht ihr ein paar Blumentöpfe umgekippt. Vielleicht habt ihr unser Video zum Thema Bokashieren Praxistipps gesehen. Ansonsten ist es hier oben verlinkt. Da zeigen wir euch nochmal ganz genau, wie wir das konkret anstellen, dass wir unsere Küchenabfälle eben nicht auf den Kompost packen oder nicht alle, sondern eben auch bokashieren. Bokashieren oder Bokashi bedeutet ja fermentiertes Allerlei. Und das Problem, wenn ich hinterher dann fertige Bokashi-Inhalte habe, ist ja, was mache ich damit? Ich kann es direkt vererden, eine Weile warten, ich kann Depotspeicher anlegen. Ich kann aber auch, so wie wir das jetzt hier gemacht haben, den Bokashi ja sichern, verwahren, in diesen Eimern. Wir werden jetzt einmal zusammen schauen, wie es da drunter aktuell aussieht. Die stehen jetzt ungefähr seit 6, 7, 8 Wochen hier und lasst uns mal gucken, wie es da jetzt in so einem Eimer aussieht. Wichtig ist ja, dass der luftig abgeschlossen ist. Ein bisschen wie Förmchen, wie Kuchen backen. Ja, gucken, dass er nicht auseinanderfällt. Ja, es stinkt auf jeden Fall nicht. Es riecht ein bisschen fruchtig. Und so sieht das jetzt hier aktuell aus. Ich mache hier mal wieder drüber. Also ihr konntet es gerade sehen, so wie es jetzt aktuell aussieht und es stinkt wirklich nicht. Es ist eine prima Möglichkeit, um den Bokashi, wenn er dann aus dem Eimer fertig ist und man den Eimer weiterverwenden möchte, den Bokashi haltbar zu machen, sodass wir ihn dann, wenn es früher beginnt, dass wir ihn als vererdeten Bokashi direkt in die Beete als Dünger einarbeiten können. Was auch besonders schön ist, wir können ihn ohne Probleme, ohne Sorgen den Winter über so hier stehen lassen. Die Mikroorganismen, das Bodenleben, das schläft einfach ein, je kälter es wird. Und wenn es im Frühjahr dann wieder wärmer wird, dann taut es wieder auf und wird auch wieder aktiv. Im Gegensatz zu den flüssigen, effektiven Mikroorganismen, die sollten wir nicht einfrieren. Welche Töpfe sind denn dafür geeignet? Ihr seht hier vor mir 1, 2, 3, 4, 5 Töpfe und die haben keine Löcher. Das ist wichtig, denn der Sauerstoff soll ja draußen bleiben, damit der Bokashi hier gut weiterarbeiten kann. Wir hatten diese Übertöpfe jetzt noch da. Falls ihr Töpfe habt mit Löchern, vielleicht könnte man die auch mit einem Korken stöpseln und ein bisschen improvisieren. Aber wichtig ist auf jeden Fall für diese Methode, Töpfe zu nehmen, die keine Löcher haben, wo der Sauerstoff eben draußen bleiben kann. Ich möchte mich bei euch auf jeden Fall noch bedanken für eure Bestellung von den verschiedenen Sets. Wir haben ja mittlerweile im Programm einmal das Küchen-Bokashi-Set und einmal das Garten-Bokashi-Set. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden und habt richtig Spaß beim Bokashi-Herstellen. Und was heute besonders schön ist, ich habe es ja am Anfang des Videos schon gesagt, der Hersteller, ja, der war so cool und hat gesagt, wisst ihr was, verlost doch einfach mal ein Garten-Bokashi-Set. Und genau das machen wir jetzt hier an dieser Stelle.
Wie könnt ihr teilnehmen? Ihr schreibt einfach unter diesem Video einen Kommentar mit dem Hashtag Bokashi und schreibt mal, wer eurer Meinung nach aus eurem Gartenumfeld unbedingt einen Bokashi-Eimer haben sollte, wem ihr einen solchen verschenken würdet, und dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Wenn ihr Lust habt, euch diese beiden Sets nochmal genau anzugucken, dann geht einfach bei uns auf die Homepage, da seht ihr sie direkt als Bildchen, klickt drauf und dann bekommt ihr die ganze Information. Ich drücke euch die Daumen und ja, freue mich über eure Teilnahme unter dem Video in den Kommentaren. Wir im Garten hier gehen jetzt zum nächsten Thema über und fragen uns, wie wir unseren Garten hier am besten winterfest machen können. Um den Garten winterfest zu machen, müssen wir auf jeden Fall dran denken, dass Erde eben nicht nackt sein möchte. Jetzt haben wir hier verschiedene Möglichkeiten, Varianten, die ich euch mal vorstellen möchte. Zum einen ist es hier unser alter Gemüsegarten. Hier stehen verschiedene Pflanzen rum. Hier waren viele Buschbohnen, die sind abgeerntet. Hier sind einige Kürbispflanzen dazwischen, auch gut gewuchert. Auch die haben wir jetzt abgeerntet. Und was ihr noch seht, wenn ihr hier rüber schaut, ist einfach ein Riesenmeer an Grün, und das ist die Kapuzinerkresse. Die Kapuzinerkresse ist so gewuchert, hat alle Beete in Beschlag genommen, auch die Wege, es ist wirklich alles voll damit. Die ist natürlich auch essbar und die Blüten sind auch wunderbar köstlich, leicht pikant, toll beim Essen zum Garnieren, aber man kommt gar nicht hinterher. Und das ist auch gut so, denn sie hat alles voll gewuchert, und wenn es denn dann friert, dann wird die erfrieren, sackt in sich zusammen und bedeckt den Boden ganz automatisch. Das heißt, sie mulcht ihn. Hätte ich das nicht, dann könnte ich zum Beispiel mit Untersaaten oder mit Gründüngung einfach arbeiten, zum Beispiel Phacelia, Klee oder auch Gelbsand wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Variante, um halt eben einen Boden über den Winter nicht nackt zu haben. Habe ich in meinem Garten Beete, die einfach nackt sind, die leer sind, weil da jetzt gar nichts gewachsen ist und ich möchte da aus verschiedenen Gründen keine Gründüngung ausbringen, dann kann ich sie auch einfach mulchen. Zum Beispiel kann ich das machen mit Laub. Aber Achtung, wenn ihr Laub verwendet zum Abdenken, dann nicht einfach irgendwelche Laubbäume nehmen. Zum Beispiel Walnussblätter sind da nicht ganz so geeignet, sondern vielleicht von der Buche oder vom Ahorn. Das sind Möglichkeiten, um da das Beet winterfest zu machen. Eigentlich sagt man ja immer so, umgraben, dann den Frost über den Boden ziehen lassen, dann wird er schön krümelig. Das kann man vielleicht in den verschiedenen Fällen so machen, wo die Struktur nicht gut ist. Aber wenn ich in meinem Gemüsegarten einen humosen, lockeren, wunderbaren Boden habe, dann macht das keinen Sinn. Und deswegen wählen wir lieber die Variante, den Boden naturnah abzudecken und dann, wenn es soweit ist, ihn aufzumachen und ja, vorzubereiten, um dann wieder die nächste Saison starten zu können. Und noch eine Variante von uns, um über den Winter zu kommen, ist die hier in den Hochbeeten. Hier haben wir, genau, das sind Möhren eingepflanzt. Die haben wir auch schon teilweise beerntet. Es sind aber noch einige drin. Und das Schöne ist hier bei den Möhren, auf diese Art und Weise können wir im Winter nach Bedarf sie einfach versetzt ernten. Wie machen wir das? Wir mulchen das Beet. Hier könnten wir jetzt Grasschnitt nicht so gut nehmen, der zersetzt sich viel zu schnell. Das wäre eine Möglichkeit für ein nacktes Beet. Hier verwenden wir was, was länger hält, was schön aufgebauscht ist, wie zum Beispiel Stroh oder eben Heu. So ist das Winterbeet hier gut abgedeckt, geschützt, die Möhren erfrieren da nicht und wir können eben nach Bedarf ernten. Aber der ultimative Tipp von uns zum Thema Garten winterfest machen ist folgender. Und da freuen sich jetzt, glaube ich, alle, die bei dem Uselwetter nicht ganz so gerne im Garten rum experimentieren und werkeln. Denn der Tipp heißt einfach lassen. Die Beete lassen, nicht abräumen, stehen lassen. Das ist absolut in Ordnung. Es ist viel besser, als wenn die Beete nackt im Garten stehen. Also lasst es einfach da stehen. Lasst auch die Blumen stehen. Lasst die Sonnenblumen stehen. Zum einen können da Insekten überwintern in den Hohlräumen. Zum anderen können die Kerne, die noch da sind, von den Vögeln als Winterfutter benutzt werden. Also ihr seht, es gibt ganz, ganz viele Gründe, um zu sagen, Beete nicht abräumen im Herbst, einfach stehen lassen. Für uns, aber auch für die Natur. Wer von euch aber mit der Gartenplanung für die nächste Saison schon ein bisschen fortgeschritten ist und weiß, wo er seine Starkzehrer pflanzen möchte, der kann jetzt schon vorbereiten, indem er dort frischen Pferdemist oder Mist an sich im frischen Stadium aufbringt und einarbeitet, denn der kann sich über den Winter schon ein bisschen zersetzen und gibt dann fürs nächste Frühjahr, also für die Saison, wenn es losgeht, ganz viel Energie los. Aber von welchen Starkzehrern rede ich denn hier? Bei uns sind das definitiv nicht die Kohlpflanzen, sondern eben Starkzehrer wie zum Beispiel Tomaten oder Gurken. Zuckermais gehört dazu und an sich natürlich auch die Kürbisse.
Warum machen wir das nicht bei unseren Kohlpflanzen, die ja auch zu den Starkzehrern gehören? Wir haben es ein paar Mal ausprobiert und unser Ergebnis war einfach, dass wenn wir Pferdemist in Beete einarbeiten, wo wir hinterher Kohlpflanzen einsetzen, dass sich die Kohlfliege, die zu den Schädlingen gehört, unheimlich magisch angezogen fühlt. Deswegen machen wir das bei unseren Kohlpflanzen nicht. Da kommen dann andere Dünger in Einsatz, zum Beispiel auch der Kleedünger oder eben auch Bokashi oder verschiedene Varianten, die man sonst eben noch nutzen kann, aber kein Pferdemist. Kommen wir nun vom Altbewährten zu neuen Experimenten hin. Lass uns gemeinsam mal schauen, wie es in der Jungpflanzenstation aussieht und was wir da experimentieren. In unserer Jungpflanzenanzuchtstation gibt es ein paar Neuigkeiten, wir experimentieren. Aber wir haben auch was Neues. Hier oben seht ihr eine neue Leuchte, eine LED-Leuchte, die wirklich sehr, sehr hell, sehr effektiv, effizient ist. Der Hersteller ist aus Deutschland und wir werden jetzt diese Leuchte mal ausprobieren. Den Link zu dem findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Was ich aber noch dazu sagen muss, ist, diese LED-Leuchte kommt daher als Bausatz. Die muss man erstmal selber zusammenbauen. Was allerdings nicht wirklich schwer ist. Also wenn ihr eine Deckenleuchte installieren könnt, dann könnt ihr auch so eine LED-Leuchte zusammenbauen. Das ist nicht wirklich schwer. Wenn ihr wissen möchtet, wie es mit den Leuchten und dem Experiment in den nächsten Monaten ja nach vorne geht, dann lasst uns gerne ein Abo da. Dann bekommt ihr immer direkt mit, wann es neue Videos gibt. Also wenn ihr diese Glocke aktiviert. Und dann seht ihr auch, was hier passiert. Schauen wir uns das zusammen mal an. Ihr seht hier verschiedene Kulturen, Gemüsepflanzen, die hier drin sind. Das sind einmal hier die Jungpflanzen von Salaten. Dann haben wir in den Quickpots auch noch ausgesät Salate, um die dann später als Baby-Leaf-Salat den Winter durchgehend ernten zu können. Auch dabei haben wir Stecklinge von verschiedenen Kräutern, Thymian, Salbei zum Beispiel ist dabei, aber auch Rosmarin. Und in einer Etage tiefer, da seht ihr noch weitere Aussaaten, unter anderem in der Mitte ist das von Dill, aber auch von Kulturen, die, wenn wir die im Winter einkaufen würden, was wir generell nicht tun, was es aber im Angebot gibt, die sehr teuer sind, weil die von weit her geschifft werden. Und zwar rede ich von Tomaten, wir haben hier so kleinere Buschtomaten und natürlich auch von Gurken. Unser Experiment soll sein, um zu schauen, ob wir mit diesen Leuchten die Pflanzen ziehen können und uns auf diese Art und Weise ja über den Winter mit den Kulturen eben selbst versorgen zu können. Ob das klappt, wie das klappt, das werden wir euch zeigen in den Videos, die demnächst folgen werden. Für uns ist natürlich nicht nur wichtig, ob dieses Experiment, ob das überhaupt funktioniert, sondern auch, ob das überhaupt wirtschaftlich ist. Deswegen läuft ein Messgerät mit, um dann zu schauen, wie viel Strom ist dann verbraucht worden, sodass wir uns das bei der Schlussbetrachtung möglichst ganzheitlich dann auch angucken können. Hier unter unserer LED in der Jungpflanzenanzuchtstation stehen natürlich nicht nur die Pflanzen fürs Experiment, sondern hier stehen auch noch diese grünen Stecklinge hier, und zwar sind das Süßkartoffelstecklinge. Die stehen hier, weil wir so viele Anfragen von euch bekommen haben, ob wir denn auch Süßkartoffeln im Shop haben. Als Saatgut haben wir sie nicht im Shop, wir haben aber überlegt und getüftelt, wie wir das machen können, haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir ganz viele Stecklinge schneiden, die wir bewurzeln und euch dann anbieten können. Da wir nicht ganz genau wissen, wann das jetzt soweit sein wird und das jetzt als wöchentliches Video planen können, haben wir uns für die Variante Newsletter entschieden. Das heißt, es gibt jetzt ein Garten-Gemüse-Kiosk-Newsletter und wenn ihr euch für die Stecklinge interessiert oder auch sonst gerne als erstes mitbekommen möchtet, was es für neue Produkte gibt, neue Aktionen oder auch passende Videos, dann tragt euch einfach unverbindlich und kostenlos in unseren Garten-Gemüse-Kiosk-Newsletter ein. Entweder in der Infobox unter diesem Video oder ihr geht einfach auf unsere Homepage gartengemüsekiosk.de und dann findet ihr direkt auf der rechten Seite ein Feld, wo ihr eure E-Mail eintragen könnt, absolut unverbindlich, und dann seid ihr dabei. Ich freue mich auf euch.
In ungefähr 2 Monaten geht es bei uns ja auch wieder los mit der Jungpflanzenanzucht. Da wird es definitiv mehr sein als dieses Gebilde hier. Und wir haben auch schon einige Leuchten getestet. Ein Video dazu haben wir oben verlinkt, haben wir schon mal gemacht und mal geguckt, was wir für Leuchten benutzt haben, welche Vorzüge sie haben, welche Nachteile sie haben. Wenn euch das interessiert, schaut gerne mal rein. Von der warmen Jungpflanzenanzuchtstation gehen wir jetzt zu den robusten Gemüsepflanzen, die immer noch im Garten stehen und Ertrag bringen. Kommt mit! Wie ihr eben gerade gesehen habt, in unserer Jungpflanzenanzuchtstation haben wir unter anderem auch Gurken in der Aussaat. Das Schöne ist, hier hinter mir in unserem alten Gewächshaus, da sind tatsächlich noch Gurken drin. Und zwar nicht nur die Gurken, sondern auch die Gurkenpflanze. Zugegebenermaßen, die sieht jetzt nicht mehr so schön aus, aber sie wächst und sie ist robust und vor allen Dingen sind da noch Früchte drin. Und ich zeige euch jetzt mal eine, wie die noch so aussehen. Die sieht jetzt auch ein bisschen lustig aus. Ich habe mal eben geguckt, da sind bestimmt noch 4, 5, 6 Gurken drin, auch noch ein paar kleinere. Das war jetzt die größte hier, die ich abernte. Ihr seht schon, die sieht jetzt nicht aus wie eine Supermarktgurke, was sie natürlich auch noch ein bisschen charmant attraktiver macht. Die Frage ist, woher kommen diese Ungleichmäßigkeiten dabei? Zum einen kann das sein durch eine unregelmäßige Wasserversorgung, es kann aber auch durch Wetter kommen, es kann durch Temperaturen kommen. Aber wisst ihr was, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, im Gegenteil. Ich bin eher viel stolzer, dass wir noch eine Salatgurke bei uns aus dem Garten ja ernten können. Einige von euch haben uns gefragt, wie sieht's aus mit dem Saatgut von eurer Gewächshausgurke? Es war eine Zeit lang tatsächlich ausverkauft, aber das Saatgut von der Schlangengurke Arola ist jetzt wieder da. Der direkte Link ist in der Infobox unter diesem Video, wenn ihr euch das direkt sichern möchtet, um auch ja, so eine richtig robuste Pflanze fürs Gewächshaus zu haben. Ich finde die auf jeden Fall empfehlenswert. Nicht nur mit Gurken, Salatgurken erfreuen wir uns jetzt hier im Garten Gemüsekiosk im Herbst. Nein, auch mit wunderbarem Blattgrün. Und wir haben da die Endivien stehen im Hochbeet Nummer 1 und die wachsen einfach super prächtig. Wir beernten die immer wieder, zupfen hier und da ein paar Blätter ab und sie wachsen fleißig nach. Aber nicht nur die, sondern auch die Radicchio-Salate daneben sind nicht nur schön, sondern so langsam können wir sie auch beernten. Sie haben Köpfe ausgebildet, die sind kompakt, die sind vital. Die können wir jetzt auch schon mit in die Küche bringen. Und wo wir gerade von Robustheit gesprochen haben, hier habe ich noch so einen Kandidaten. Die Tomaten sind bei uns jetzt weitestgehend abgeerntet. Die Pflanzen sind auch aus den Kübeln raus und einige von denen sind im Haus zum Nachreifen. Aber die hier ist unglaublich. Das sind die Späten, das ist die San Marzano. Und die ist nicht nur unheimlich robust und langlebig, sondern sie bringt auch sehr, sehr viel Ertrag. Und zwar bildet sie nicht hier und da mal eine Frucht aus, sondern ihr seht das, hier ist, sieht man es gut, ja wie so Rispen. Da sind immer mehrere dran. Und was soll ich sagen, diese Tomate ist jetzt nicht wie so eine Ananastomate, schön bunt und voll süß, aber sie hat auch ihre Vorzüge. Die Kinder lieben sie sehr, weil sie handlich ist, weil da nicht so viel Flüssigkeit drin ist und weil man die gut knabbern kann. Das ist auch optimal, wenn man zum Beispiel Soße gerne kochen möchte, dann ist das die richtige Tomatenwahl. Im Freiland haben wir sie auch angebaut, es geht, aber es ist nicht wirklich gut geworden. Als Empfehlung würden wir eher sagen, so bisschen geschützt, bisschen Regenschutz, das braucht sie mehr nicht. Und dann ist sie wirklich robust, langlebig und steht bis in den November hin im Garten, ja, und versorgt uns mit wunderbaren Tomaten. Und selbst die könnten wir auch ins Wohnzimmer oder ins Haus eben bringen zum Nachreifen. Einfach einen Apfel dazu und ihr habt recht bald rote Tomaten. Ganz lange. Lasst uns noch ein paar Tipps teilen zum Thema versetzte Ernte und eben auch versetzter Anbau.
Die Frage ist, was mache ich mit meinen Tomatenkübeln, wenn die Tomatenpflanzen raus sind über den Winter? Kann ich die irgendwie nutzen? Ja, auf jeden Fall. Wir machen das seit Jahren so und es funktioniert unheimlich gut. Die Kübel werden, also die Erde wird jetzt nicht extra nochmal aufgedüngt, denn die Pflanzen, die jetzt als nächstes da reinkommen, sind Schwachzehrer und brauchen keine zusätzliche Düngung. Pflanzen, die sich für diese Kübel jetzt hier eignen, sind winterharte Pflanzen. Zum Beispiel gehört dazu der Spinat, der Postelein, die Barbarakresse, aber auch eben Asiasalate. Wobei Asiasalate sind bedingt frostfest. Wenn es also mal richtig kalt wird, dann frieren die äußeren Blätter ein bisschen ab. Das Herz überlebt und sobald es milder wird, wird da auch wieder neues Wachstum kommen und neue Blätter kommen. Aber Pflanzen wie Winterkresse oder Barbarakresse, an der Stelle einen schönen Gruß an die liebe Barbara, die sind auf jeden Fall winterfest. Und auch Posteleinpflanzen sind ebenfalls frosthart und wachsen richtig schön, haben so, ja, so eine herzchenförmige Form. Vielleicht habt ihr unseren Instagram-Beitrag gerade gesehen dazu. Da habe ich euch das auch mal im Detail gezeigt. Den Spinat, den wir jetzt hier im Kübel stehen haben, ja, der ist natürlich nicht jetzt für die Ernte im Winter gedacht. Der überwintert hier eher. Vorteil ist allerdings, dass er dann im Frühjahr, wenn im März dann hier richtig die Sonne drauf kommt, loslegt mit dem Wachstum und wir im März, April, ihr wisst es, alle Selbstversorger haben in dieser Zeit relativ wenig Ernte, uns dann aber frisches Blattgrün eben schenken kann, bis dann im Mai hier wieder die Tomaten reinkommen. Und jetzt gehen wir gemeinsam noch ein paar Gemüsesorten durch, die uns noch viel Freude bereiten. Aber nicht nur Gurken und Tomaten haben wir jetzt hier im Garten Gemüsekiosk zu ernten. Hier gibt es noch eine ganze Menge mehr. Im Gewächshaus sind noch Paprika, die nach und nach alle rot werden. Ebenso stehen da noch ein Pepino-Pflänzchen, was noch ein paar Früchte hat, die gelb werden. Aber nicht nur das. Wir haben noch Knollensellerie beispielsweise in den Beeten. Aber auch die roten Beeten stehen da, die noch beerntet werden. Genauso wie der Chinakohl beispielsweise. Den Spinat, den wir im August gesät haben, den haben wir mittlerweile schon dreimal beerntet und er wächst immer noch weiter. Der Mangold steht auch noch im Beet und hat immer noch wunderbare, bunte, farbenprächtige Blätter und Stiele. Auch die werden noch beerntet. Langsam geht es auch los mit dem Winterporree. Da sind die einzelnen Pflanzen schon so weit, dass wir auch hier den einen oder anderen für eine Gemüsesuppe schon zupfen können. In einem unserer Hochbeete haben wir immer Winterwurzelgemüse stehen und die sind auch schon so prächtig gewachsen, dass wir auch hier schon beernten können. Also ich ziehe durchaus schon mal eine Pastinake raus und habe ein hübsches Exemplar vor mir, was ich entweder in die Pfanne gebe oder beispielsweise auch in die Gemüsesuppe. Ihr seht also, der Fokus unserer Selbstversorgung liegt hier in der versetzten Ernte und dass wir eigentlich das ganze Jahr über hier im Garten was ernten können. Natürlich kochen wir auch ein oder machen haltbar, aber das kostet Energie, das kostet Zeit und viel frischer und gesünder ist es natürlich, einfach aus dem Garten direkt ernten zu können und das eben auch im Winter. Wir freuen uns, euch bei unserem Newsletter begrüßen zu dürfen. Entweder geht ihr auf unsere Homepage oder hier unter dem Video in der Infobox findet ihr auch direkt einen Link. Und zum Weiterschauen, passend zur Jahreszeit, haben wir natürlich auch wieder was verlinkt. Einmal hier oben unser Video, wie wir auf unsere Art und Weise ein köstliches Kimchi herstellen. Stichwort fermentieren, hatte ich ja vorhin drüber gesprochen. Und falls ihr euch mit der Thematik der Pflanzenleuchten beschäftigen möchtet, die Pflanzenleuchten, die wir bisher benutzt haben, haben wir mal genau unter die Lupe genommen. Und die Ergebnisse, die seht ihr hier im Video. Also viel Spaß bei euch im Garten, bei der Gartenplanung und bis zum nächsten Mal. Tschüss!